Ui, da haben wir ein paar Geiseln genommen. Sieht schon recht übel aus, aber gehen wir mal hier zu unserem Buchträger. Sieht aus, als hätten wir hier ein paar interessante Infos. Die sollten wir so schnell wie möglich dem Colonel zukommen lassen. Stellt sich nur die Frage, was wir mit den Gefangenen machen. Vielleicht sollten wir einfach Barnes sein Programm mit ihnen durchziehen lassen. Würde den Marsch zurück zum Camp bedeutend erleichtern. Oh, und jetzt geht's wieder. Nee, vorwärts wird gespult, nicht rückwärts. Wie, was wird denn passieren? Ah, jetzt sind wir wieder in Miami, Florida. Wieder in der altbekannten Bar, wo wir uns mit den anderen Maskenleuten treffen. Habt ihr gestern die Nachrichten auf Kanal 6 gesehen, Leute? Offenbar sind wir jetzt berühmt. Yo, sieht so aus, als hätten wir jetzt unsere 5 Minuten Ruhm. Würde sagen, es waren eher bloß 2. Verdammt, ich hab's nicht gesehen. Was hat er gesagt? Glaubst du, man kann beim Sender anrufen, nach einer Kopie fragen? Ich würde auch eine Stange Geld abdrucken dafür. Warum rufst du nicht gleich die Bullen an und zeigst dich an, wenn du schon dabei bist? Ja, wäre, glaube ich, keine so gute Idee. Bin mir sicher, die bringen irgendwann noch weitere Berichte über uns. Ich bin mir da nicht so sicher. Da müssen wir vorher wohl noch ein paar Leute um kalt machen. Leider recht, weiß nicht, was wir da jetzt machen sollen. Wir können ja nicht einfach wahllos Leute umnieten, oder? Oder doch? Ich glaube, ich habe eine Idee. Ich habe vor einigen Tagen bei ein paar Typen an der 168. Northwest. Doofes TH. Northwest. Ein bisschen Gras gekauft. Hat das Zeug in einem nahegelegenen Lagerschuppen gebunkert. Was haltet ihr davon, wenn wir ein wenig auf Drogenschatzsuche gehen? Vielleicht krebsen dort ja noch ein paar Arschlöcher mehr rum. Keine Ahnung. Oder habt ihr was Besseres vor? Hätte nichts gegen eine kleine Ausfahrt. Sehen wir uns das Ding an, Leute. Falls wir nichts finden, können wir immer noch eine Pizza einschieben. Okay, dann gibt es wohl neue Pläne. Boah, dieses komische Rumgepiepe gerade in der Musik am Ende hat mich ja richtig abgenervt. So, 10. Szene. Into the pit. Das bedeutet in die Grube. Wer geht wohl in die Grube? Wir nicht, hoffe ich. Mark, 2 Machine Guns. Geil. Das ist unser Rambo. Okay. Es sind recht viele Leute, aber fast alle einzeln in dem Raum. Leave or die. Meine nette Willkommenseinladung. Ist das eine Tür? Nein, das ist keine Tür. Mann, warum halten die immer so viel aus? Ach, da ist schon der letzte. Und jetzt hier. Direkt mit beiden Waffen durchgezogen. Direkt das. Oh. Was ist hier passiert? Das war alles, oder wie? Hast du das gehört? Was gehört? Klingt, als ob in dem Zimmer dort jemand ist. Habe ich schon gecheckt. Da ist niemand drin. Oh, da ist jemand im Gully. Wir müssen den Gully runter. Aber die Schauplätze sind in dem Spiel echt deutlich abwechslungsreicher als im ersten Teil. Ja, aber die Machine Gun bringt's irgendwie. Die Rambo-Style bringt's für meinen Spielstil einfach gar nicht, weil ich immer nur mit links abdrücke. Und das ist gleich das Problem, weil ich muss mich gleich auf rechts umgewöhnen. Oder? Oder der wechselt dann die Munition von der anderen Seite da rein. Das könnte natürlich auch sein. Aber erstmal schauen, was überhaupt noch für Gegner kommen.
Weiter oben. Hier da schon mal ein Rauchender und einer mit Baseballschläger. Oh, fast. Das hätte mich der Fette. Okay. Hier oben ist nichts. Von hier könnte ich den da hinten treffen. Und den Hund. Den auch. Und den auch. Kann ich jetzt Waffen von denen nehmen? Ja, jetzt habe ich die ganz normalen Waffen von denen. Ist doch gut. Nein! Jetzt war ich zu hektisch. Okay, der stärkste wurde ausgeschaltet. Ja, genau den. Genau den meinte ich, den Hund. Den Kack. Kack. Töter. Ja, komm. Mann. Der Hund hält auch immer alles aus. Das ist noch einer, so. Du bist keine Gefahr mehr. Auch nicht. Seid auch weg. Auch umgenietet. Okay, jetzt die da unten. Fuck, 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 fuck. Na. Sollte vorher gucken, dass ich eine neue Waffe krieg. Und nachlade. Mann, gehen auch immer knapp vorbei. Endlich mal. Okay, jetzt will ich ja noch nur noch leer schießen. Was nehme ich mir? Ich nehme die Uzi. Die hat mir schon öfters treue Dienste erwiesen. Pff. Ah, ich bin schneller. Als die alle. Und kann auch besser gucken. Ihr seid alle blind. Aber treffsicher. Ja, ja, die Wände sind ein Problem. Und die Hunde. Wände und Hunde. Das sind schlimme Sachen. So, der Dicke. Der Hund ist auch weg. Okay, von ganz hinten kommt jetzt einer angelaufen. Genau, der. Der Hund geht jetzt wahrscheinlich auch um die Ecke. Der Hund wird auch wieder mehr Besuch abstatten. Okay, bevor es gleich wie vorhin passiert. Erledige ich einfach alle, während die ihren tollen Rundlauf machen. So, noch 8 Schuss. Dann kriege ich den bestimmt kalt. Genau. Mache ich das leer und rüste nicht das Brecheisen, sondern die Shotgun aus. Lol, was war das denn? Wie hat mich das Geflatter da in der Wand aufgehalten? Oh! Nice. Da habe ich schon gedacht, er hätte mich jetzt getroffen, aber denkst du? Bin noch vorbeigekommen. Ja, aber jetzt erstmal wieder hier aus der Kanalisation raus zur Karre. Ja, wir verlassen es. Nicht wir sterben, sondern ihr seid
tot. Gut. 79.100 Punkte. Das ist wieder ein B-. So unsere Standardnote. Und weiter geht's. Ah, das ist ein Mädchen wieder. Und diesmal steuern wir das Mädchen auch. Was kann das denn? Einfach keine Waffen benutzen? Was ist denn das für eine Bude? Okay, ich kann hier aber nichts machen, dann mache ich mal auf. Wer ist da? Die Polizei, öffnen Sie die Tür. Sekunde, ich muss mir nur schnell was anziehen, okay? Ach, ich soll alles wegräumen. Und das anziehen. Habe ich jetzt hier eine Waffe? Oh, der ist weg. Ne, der ist da in der Küche. Was macht der in meiner Küche? Wie sind Sie hier reingekommen? Die Tür war nicht verschlossen. Ich war so frei. Hoffe, Sie haben nichts dagegen. Und was wollen Sie? Ich bin auf der Suche nach einem Ash Davis. Er soll zuletzt hier gewohnt haben. Tja, wie Sie sehen, ist er nicht hier. Ich weiß nicht, wo er ist. Er lebt hier nicht mehr. Sonst noch was? Sagen Sie ihm, er soll sich beim Miami Police Department melden, wenn Sie ihn das nächste Mal sehen. Sie sind seine Schwester, nicht? Sie haben die guten Gene abbekommen. Sie sind wirklich hübsch. Wenn es sonst nichts mehr gibt, bitte ich Sie jetzt zu gehen. Und wie sieht der Polizist? Und verschwinden natürlich auf die freundliche Bitte der Dame. Und gehen zum 11. zur 11. Szene. Deadhead. Blattkopf. Wo sind wir denn jetzt hier? Ist das Wasser? Scheint ein Containerhafen zu sein. Mit ganz vielen, ganz schnellen Leuten. Über alle den Kopf eintreten. Oh, das gibt doch Schießwütige hier. Mann, warum kommt der nicht raus? Okay, jetzt die Waffe weg. Na. Guck mal her. Keine gute Entscheidung, genau wie das hier. Mann. Jetzt aber. Ach, schon wieder. Oder dann den weg, dann. Ich den kurz um, den klatsche ich wieder um. Und wieder zu langsam. Das sollte reichen. Aber ich bin zu dumm. Ah, zu langsam. Ja. Okay. Er hat ein Messer in der Brust. Kann ich mich dahinter verstecken? Ah, darum ist es möglich. Und da hinten stehen die ganzen Leute mit den Waffen. Warum sind die denn da so postiert? Muss man nicht verstehen. Oh, aber die schießen schneller als ich. Und muss ich wieder auf den vorbereiten. Schnell. Ah. Nimm einfach das Messer. So, zack. Nicht gleich so. Weil ich dann sowas mache.
Ah, okay, das sieht schöner aus. Wenn man es mag, Hälse durchzuschneiden. Oh, da wurde ich getroffen. Und da auch. Mann, das ist wirklich... Das sind langsam so schnell, dass es wirklich nur... Wer drückt zuerst ab ist. Und das Abdrücken ist hierbei... Nahkampf mit dem Messer zu verstehen. Und ich bin irgendwie ein bisschen blind bei manchen Gegnern. Die sehe ich einfach nicht. Aber die habe ich jetzt alle überblicken können. Zielen kann ich nicht. Mann! Das ist gerade echt eine Herausforderung. Der erste ist weg. Zweite ist weg. Da ist noch einer mit einer Waffe. Auch umgelatscht. So, der dritte. Leer. Dann nehme ich eine neue. Ich glaube, der hat mich getroffen. Aber ich habe gewonnen.